Hohoho. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts Multiplayer Gameplay. Wir sind heute in 3 gegen 3 Modus am Start und wir haben Steffen und Mottek im Auto mitgenommen. Also schnallt euch alle gut an, damit es keinen Unfall gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben. Es ist kostenlos, ihr könnt euch immer umentscheiden und ihr würdet uns mit einer Menge helfen. Außerdem lasst gerne ein Follow auf Twitch da, Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, let's go. Vor allem ist nicht die Runde, Crap, also, ne? Ne? Ne, verstehe nicht. Verstehe jetzt aber wirklich auch nicht. Erstmal sterben. Boah, Alter. Spontanes Übergeben. Boah, ich hätte eine Mieterversammlung. Ja, das. Das geht's bei mir immer schon, ey. Ich hab so laut gehustet gerade. Aber bei deinen Mietern kommt da doch eh keiner. Als ich in der Wandstadt gewohnt habe, kamen die einfach immer direkt hoch. Gab es keine Mieterversammlung. Da spontane einfach Mieterversammlung, Tür aufmachen. Ja, spontane Mieterversammlung, einfach Tür eintreten, ey. Ja, wenigstens unbürokratisch, oder? Ja, das stimmt. Das war ziemlich unbürokratisch. Spart man sich das Papier, schützt man den Regenwald. Ich hab's irgendwie noch nicht so im Feeling, was man spielt auf dieser Map, ey. Du hast die ja schon 100 Mal gespielt. Ja, aber ich spiel immer nur Scheiße. Ich spiel immer nur Scheiße auf dieser Map und ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr immer nur Scheiße spielen. Die Frage ist, liegt das an der Map oder liegt das einfach an dir? Hallo? Es ist eine Symbiose. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Es geht nie darum, merkst du das? Du verdrängst deine Probleme. Ja, genau, ich merk das schon. Jetzt merke ich's, du hast recht. Wir müssen mal ein ernstes Gespräch miteinander führen. Noch ernster. Ungefähr so ernst wie bei dem Baumhaus. Boah, das ist echt wenig gewesen, ey. Da wirklich wenig. Ja, Steffen, da hat einfach jemand bei Airbnb sein Baumhaus angeboten. Aber das war, war einfach nichts drin, außer Holzplanken. Da lag einfach so ein Schlafsack auf dem Boden. Und da solltest du einfach drin schlafen. Das hat einfach wirklich Geld gekostet. Der wollte über 30 Euro. Airbnb oder was? Ja. Was? So müssen sich Mieter in Berlin fühlen oder so. Hey, bei uns leben Studenten auf der Straße, wenn die keine Wohnung finden. Ja gut, aber willst du studieren oder nicht? Junge, da stand, dass es gemütlich ist, dass das so für Urlaub ist, zum Entspannen und so. Und da lag einfach nur so eine Pritsche auf dem... Ja, das gut, aber Kelly ist das sicherlich entspannt. Aber du kriegst halt gerade einen Rücken, Alter. Ja, mit dieser Campingstuhl, der da stand, der war auch super. Immer noch besser als dieses Haus, wo du mit den Vermietern einfach mal essen solltest. Das, wow, ein bisschen cringe. Also. Das war richtig Abbruch, Alter. Also es ist sehr zu empfehlen, bei Airbnb einfach mal die billigsten zu suchen. Stell dir vor, du gehst in den Urlaub und dann musst du einfach mit den Leuten da essen. Alter. Wenn du es nicht machst, schmeißt du dich einfach raus. Die Frage ist halt, wem ist das unangenehmer? Also je nachdem, wie unangenehm man ist, ist es denen wahrscheinlich unangenehm. Der hat eine Nuke. Was? Nein, der kann doch gar keine Nuke haben. Hat den Pant nicht gesehen. Junge, was für ein Nuke. Call den Nuke. Junge, ich bin fast tot, hallo? Er sagt, er callt tot, Alter. Cringe. Wer verliert denn da wieder seinen halben Hausrat? Ja, ich musste das abbauen, da kam Nuke, dann habe ich abgebaut. Oh, ich muss ja aufpassen, dass ich nicht abgesägt werde, ne? Ich bin ja oben. Hä? Also du musst aufpassen, dass du abgesägt wirst, du bist ja oben. Nein. Hab jetzt auch so verstanden. Sonst fall ich ja auf den Luca drauf. Ja, das wäre aber... Was hat der denn da? Das wäre aber überraschend. Das wäre ja wirklich sehr schade, wenn ich jetzt noch in der letzten Runde auf den Luca drauf fallen würde. Das hatten wir ja noch nie, ey. Das wäre ja was ganz Neues. Ich habe die Tage noch das Video gesehen, wo ich die Batterien hab auf dich fallen lassen, aber das hat nichts gebracht irgendwie. Das Beste war, wo Tiny in Corswing probiert hat. Du meinst, wo ich den letzten Mal probiert habe, oder? Nee. Dein Bestes ist quasi, wo du den Howitzer platziert hast. Ach, bei dem Fortship. Ja. Ja, das war wirklich, also das war eigentlich sinnvoll, weil der hätte das Game gechanged und hat er dann ja im Endeffekt auch. Das war eigentlich sinnvoll.
Du kannst nichts dagegen sagen. Der hat das Game gechanged. Ja, aber so, das ist doch einfach. Aber auch in seinen Grundfesten hat er das Game verändert. Ja. Es sah vorher ganz gut aus und danach nicht mehr. In seinen Festen. In seinem festen Griff. Der ist gut, der mit dem Feuerlaser, der obere. Der ist gut, aber keiner Kohlfall. Was? Welche Werbung ist das nochmal? Das sieht immer schlimmer mit der Werbung. Klaus Zader. Was kann diese komische Frau hier überhaupt? Die kann die Waffe, die du baust, upgraden auf die nächste Waffe. Oh nein, oh nein. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, war das teuer. Oh, war das teuer. Meine Gunner konnten nicht schießen. Mächtig wenig Strom. Ich bin so glücklich, dass ich auch noch lebe, ne? Gerne. Ich hab mich drum gebeten. Okay, ich baue dir. Nein. Das war nicht so gemein. Die haben die auch! Die haben auch Schocken, ne? Das glaube ich da jetzt nicht. Nice. Fuck. Nice. Ja, mit dem oberen wirklich massiv Probleme. Warum? Weil der mächtig ist. Ich hab ihm eben sein Plasma genommen, wie kann der noch mächtig sein? Der ist einfach deutlich... Ja, du misst die Macht eines Mannes ja nicht anhand seines Lasers, sondern... Genau. Anhand seiner Taten. Außerdem misst man die nicht, man leert sie. Wie Bier. Mit einer... Nein, ich sag das Wort Schieblehre nicht, weil das sagt man nicht. Welches Wort? Schieblehre. Das sagt man nicht. Ja, weil es keine Lehre ist. Das ist ja, du misst halt damit und lehrst nicht. Das ist halt ein Unterschied von. Kannst du gar nicht in Wörter fassen. Ich hab nicht hingeguckt, wo die Nukes hinkommen. Ich bin einfach tot. Oh mein Gott. Ich hab gar nicht gesehen, was ich. Oh, der trifft meine. Onkel Bob hat Lied geschrieben. Das ist ein nice Spiel. Hat sich gelohnt, der Kanonenschuss. Ich bin voll zufrieden. Hahaha, ja, der Kahn, Junge. Lol. Junge, wer tryhardet denn da so, ey? Irgendwas muss Rang 31 doch gut sein. Ja. Zum lustig machen.
Junge. Wie kann man so tryhard? Ich schütze einfach nur deinen Arsch. Ach, wir haben die Aktie lang. Ja, moin. Was schreit denn da? Das ist nicht in Forts. Ich weiß. Komm mal. Nein! Nice. Gott, ja. Ach, come on. Wieder nicht. Gut genug. Junge, die machen unsere Turbinen aus, das nervt. Ich bin einfach mit einer Flak beschossen und geht denn jetzt ab. Oder hat irgendwas Wildes vor mit diesem Gehänge, was davon. Warte mal kurz mit der Aktiv. Luca braucht die eh für nix. Ja, wer braucht die denn für irgendwas? Die kann doch gar nicht. Wir, weil wir 20mm und Feuerlaser haben. Ja, ihr habt den Commander gelesen, Junge. Herzlichen Glückwunsch. Nee, ich habe euer Video geguckt. Boah, das ist jetzt sehr kritisch. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier mal einschalten. Willst du jetzt sagen, dass das nicht so informativ war, das Video? Was? Ich habe euer Video zu dem Commander geguckt. Willst du jetzt sagen, dass ich den nicht kenne? Ja, wenn du das Video guckst, dann kennst du den Commander hin und auswendig. Ich hab jedes eurer Videos geguckt, ja, das ist gelogen. Ich verkacke, Junge. Ich meine, ich habe jedes unserer Videos geguckt. Na, glaube ich dir. Ich hab's auch aufgegeben. So spielst du auch, ey. So wie der die Videos guckt. Da ist ein Feuerlaser offen. Ich kann nicht. Hab ich. Ich habe irgendwie auch wenig Wind. Boah, das ist aber, ein bisschen, jetzt ein bisschen was verloren. Digga, das ist ja, Digga, so ein Schussstück habe ich noch nie abbrechen sehen, ey. Und ich habe mal meinen großen Zehennagel verloren, ey. Aber er hat es nicht gebraucht, also. Ich habe mal meinen großen Zehennagel verloren. Der war aber über, Junge. What? Hat der so schnell aufgegeben? Ja, hatte halt nichts davor. Der hatte nichts mehr vor in erster Linie. Der hatte nichts mehr vor. Das wird einfach immer besser. Der hatte nichts davor. Der hatte nichts vor seinem Kern. Direkt guckt einer mehr zu, wenn man solche Witze bringt. Direkt bringt's ja nach oben, wenn man solche Witze bringt. Können wir bitte mit der Aktiven warten?
Ja. Ja. Warum grieft ihr? Ich hab nicht gegrieft. Das war... Ich weiß nicht. Das hat das nicht gereicht, um den rauszunehmen. Da muss man nochmal die Zeitlupe sehen, wer den rausgenommen hat, ey. Ich würde sagen, das war ich. Was? Das würdest du einfach mal so sagen. Das würde ich einfach mal pauschal. So, jetzt ja. 64. Zeitlupe. Ich bin auch da. Boah, die werden... Boah. Das war aber ich. Meiner war er. Ja, das ist recht. Ja. Das hat man aber auch direkt gesehen, eigentlich. Hat das gespürt. Ja. Eine Erschütterung. Motek steht bei Olympia bei 100 Meter in einer Seitenlinie und callt den Sieger, Junge. Schon vorne Witz. Ne? Das war's auch schon mit dieser Runde Forts Multiplayer Gameplay. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ja, ja.